der Schiffe auf hoher See. Was soll denn das jetzt? Ja. Und die sind bei nur noch minus 2. Noch 2 Monate, dann sind die, oder 3 Monate sind die weißen Fliegen da. Yay. Yeah. Ich schätze einfach mal nach, vielleicht kriegst du ja. Ja, du weißt ja links, wo die hinfahren. Ja. Yep. Scheiß Kometen, was soll denn das? Ich muss gestehen, ich habe schon seit Ewigkeiten keinen Kometen mehr gehabt. Müsstest du den nicht auch sehen? Müsstet ihr nicht natürlich alle irgendwie sehen, wenn ich den sehe? Eigentlich mein. Schon, aber nö. Ist halt nicht so. Willentlich blind. Bei Wirt noch minus 1, Leute. Wir haben gleich der Wirt raus. Halleluja, wenn es so weit ist. Sehr gut. Jetzt noch Portugal. Erstmal natürlich Norden Afrikas und Süden Afrikas die Sachen. Operation Clean Border. Und dann hole ich mir alles, was ich mir so holen kann. Dass ich auch endlich die endlich elendig große Koalition gegen mich habe. Und so. Portugal ist ein bisschen geschrumpft worden. Und schwupps ist Portugal kein gültiger Rivale mehr. Aber irgendwie klar. An der Stelle mal. Dafür hat mich jetzt Bengalen gereift. Ja, ich muss kurz mal was machen. Oligarchie. Ach, dein Switch. Random Candidate Bonus ist immer sehr wichtig. Lotterie, was sehr wichtig ist. Local Tax Modifiers für jede Tempel und Kathedral. Plus 33%. Dann bin ich über Governing Capacity minimal, okay. Was habe ich hier sonst noch? Promoted Cultures ist nicht das Problem. Deswegen das hier. Wie kann Dekan so viele Truppen haben, so wenig Provinzen? Also Dekan darf es nicht unterschätzen. Das ist doch Cheaterei. Das ist KI. Ja, aber die Provinzen sind komplett scheiße. Die kann doch keine Armee so halten. Oh doch. Wo ich leider die Akte passiert habe, ist halt eben nur so, ist ein bisschen sehr viel, was ich hier machen muss. Ganz ja, All Power kostet minus 2%. Okay, ja, das ist heftig. Ja, solche alle so Arsche. Gut. Jetzt geht's weiter. Weil jetzt müsste eigentlich vom Roleplay her auch am besten passen, wenn bei mir die das Enlightenment spawnt. Wenn? Ach, also vom Roleplay würde es perfekt passen. Ja. So, gerade genug, mir das auf 3 gehen. Ja, so, so übrigens, das... guckt euch mal meinen Herrscher an. Ich hab den alten Typ noch auf den Thron gelassen. Wieder Braunschweig. Kann man machen, ne?
keine kompetenteren mehr. Ja, Reichsrepublik. Ein paar Ureinwohner noch angreifen. Ah. Ich kann das gar nicht planen. Und in 10 Tagen, glaube ich, habe ich das erobert. Ging jedenfalls schnell. Ah, ich bin jetzt endlich durch mit dem ersten Schub an Dingsen. Verdammt, das hat jetzt Schweden erobert. Was Schweden? Mit dem muss ich sowieso irgendwann jetzt mal eine Abrechnung machen. Ja, Schweden guckt halt überall, wo noch Land frei ist, ne? Ich hab so richtig verzweifelt gefühlt. Schweden ist überall. Ich kann nicht verstehen, warum. Nur etwas, sind etwas paranoid geworden, oder? Unsere Schweden. Minimal. Schweden ist überall. Es gibt kein außerhalb Schweden. Quasi. Sind die alle ein bisschen schwedisch? Zu mir kommt es eher manchmal spanisch vor. Geben schon auf, das ist immer schnell. Was? Sie schicken mir ein Friedensangebot, aber akzeptieren keinen weißen Frieden. Das ist mich verarschen. Ich glaube, die möchten von dir irgendwas fordern. Nee, die wollten schon hier. Dinge. Ich verstehe, egal, ich schicke einfach mehr Truppen. Für die Belagerung ja nie fertig. Ja, ich habe hier gerade die richtig große Revolte auch losgetreten. Hm. Ach, hält sich doch noch in Grenzen. Sind ja nur über 400.000. Was? Ja, sagt die, die fast 500.000 Mann im Feld hat, ne? Wie viele Rebellen hast du? Ja, nur so 400.000 ungefähr. Wie hast du das denn hinbekommen, was? Regierungsweg. Ah. Der wird irgendwie selten gut angenommen von Leuten. Verstehe ich nicht. Na gut, dann kann ich die Stabilität jetzt wieder steigern. Ja. Immer dieser Nationalismus. Also, ich habe jetzt sogar Schweizer Nationalisten. Okay. Kann man haben, muss man. Okay. Ja, meine Großflotte sollte ich auch zurück. Galizische Nationalisten. Oh, ostindisches Handelshaus, ja geil. Hab ich auch gekriegt vor kurzem. Ich weiß nicht, ich hab das schon eine ganze Weile gemacht. Mailändischen Nationalisten! Ja, ich hab's jetzt. Also, gerade ist hier richtig die Kacke am Dampfen. Wenn schon richtig, ne? Was machen wir so in zusätzlichen Händler? Irgendwo einen Punkt, wo es gut aussieht und setzen rein. Sardinische Nationalisten. Ist ein bisschen dünn bei mir. Ich mache einfach mal hier einen Abschnitt. Ja, lohnt sich halt nur da oben. Hm? Was ist denn nun mit dem Überhaupt? Hast du. Nee, wo ist jetzt gespawnt? Wo ist gespawnt? Oh, in Shun. Oh, wow. Luoyang, immerhin in der traditionellen Hauptstadt. Das ist immerhin etwas. Wow. Ja, das hatte ich selten. Das ist, überrascht mich jetzt auch ein bisschen. Aber gut, ich meine, man hat genug normalen Spread. Das ist jetzt nicht das Problem. Sehr schön, Stabilität. Aber damit sind die Manufakturen und die Aufklärung in China gespawnt.
Ach, das ist alles. Steht es eigentlich um meinen Spread? War in Ordnung. Ist leider nicht selber Kontinent. Ach, Bahel ist schon wieder mit Mogulai verbündet. Ach, leck mich doch. Ach, das sind ja die. Boah, ich habe genug Spread, dass das ohne Probleme funktioniert. Ja, ich habe ja auch erst mit Universitäten voll geklatscht. Das hilft auch. Da dürfte es recht gleichmäßig hochticken dann bald. Performance leidet immer in EU4. Ist alles wie immer. Ja, so ein bisschen. Peter, keine Ahnung, mit seinen 5000 Spielstunden. So. Da waren ja, es gab ja noch gelische Separatisten, habe ich komplett übersehen. Ah, passt schon so, wie es ist. Wo expandiere ich jetzt hin? Das musst du wissen, ne? Da war halt nur eine Insel, die hier oben kann. Du kannst mal gucken, dass du noch Hadramut kriegst, dass das auch immer einheitlich ist. Was sind die? Dein Vasallen, Hadramut. Nee, der macht noch hier sein Reich da unten. Ja, also den lasse ich erstmal. Ich habe einfach mal eine Autonomie in einigen Provinzen, dass ich jetzt keinen Desaster mehr kriegen kann. Mal kurz. Ich sehe etwas. Unrest lower than. Was habe ich jetzt gekauft? Ja. Ist ja eigentlich das. Eine Provinz. Ach, da. Ja. Das kommt schon wieder die Provinzverkäufe. Ja, das gehört zu Abyssinien und nicht zu Ostafrika. Irgendwelche Probleme in so eine Zwangsstörung? Nein, aber ein Ding ist auch, dass wenn du willst halt die ganzen Regionen zusammen haben, dass du die Erlasse so gut durchdrücken. Und da sind so Einzelprovinzen, die irgendwo rumgabbeln, jetzt nicht so praktisch. Ist jetzt Peter, das langsam ist eine Lüge. Es gibt keinen PC, der EU4 im Endspiel flüssig darstellen kann. Ich weiß gar nicht, wer hat den. Den kann Österreich überhaupt jetzt noch rivalen, so schwach wie sie sind. Ja, irgendwie alles blöd. Mir fehlt noch ein Rivale. Wow! Also, ich habe die Wahl zwischen Frankreich und Arabien. Ein Hoch auf weit entfernte Grenzen, ne? Was für ein Rabe. Oh, Wahnsinn. Das sind richtige Orte, die du nennst, oder? Nee, ich hab. Ein Rivale fehlt mir eigentlich noch. Und ich hab die schöne Wahl zwischen Frankreich und Arabien. Achso, ja. Kennt man doch, ne? Ich mochte dich ja sowieso noch nicht. Das Desaster ist jetzt endlich auch gestoppt. Immer keine Truppen in der Nähe. Das wäre verrückt, wenn ich welche hätte. Ne, starte ihr? Okay. Klar, warum nicht? Und
Die portugiesischen Untertanen haben kein Freiheitsstreben, wunderbar. Na komm. Was hab ich? Wo leg ich meinen nächsten Angriffsziel fest? Wie wir alle sollen das? Wobei, ich weiß, was ich als nächstes angreife. So, hier. Möchtest mein Vasall sein, danke. Ja. Ah, die sind aber mit Hosokawa. Ich habe einen neuen Vasall. Ich habe keine Kriegsflotte dafür. Ja, Japan hat sich auch gut ausgebreitet. Das ist nicht der Eklig. Ich brauche endlich mehr Kriegsschiffe in Asien. Die Ostasien flott. Langsam schon. Oder ich greife einfach Korea an. Korea ist sehr schwach aufgestellt, hat keinen starken Verbündeten. Kann ich noch jemanden lassen, das kann ich nicht. Kasachstan. Noch irgendwas da unten in den. Was ist überhaupt? Wie heißt das Zeug da unten? Keine Ahnung. Ach so. Auf jeden Fall, Shenard, ich habe jetzt plus 10% Moral noch dazu gekriegt. Okay, über Mission oder was hast du gemacht? Nee, über Government Reform. Ach du Scheiße. What? Government Reform, 10% Moral. Ne, habe ich noch nicht, weil ich das nächste Mal zu kriegen schon war. Hab mich. Trotzdem gut genug. Dein Government Reform, die 10%. Ja, musst du jetzt dran denken, das ist jetzt eine Republik. Meine Vasallen lieben mich ja. Auch schon, da ich ja Muslim bin, könnte ich auch einfach zu einer Ikta werden. Ikta, Herrschaftssystem mit den Sondersteuern. Müsstest du auch noch haben. Könnte ich wählen, habe ich aber nicht. Ich habe mamelukische Regierung. Ah, stimmt, Mameluk hat jetzt nochmal so ein Ding. Honky Tonk, ich stelle mich jetzt gegen das Mogulreich auf. Okay. Moment, das kann ich prinzipiell unterstützen. Ich muss nur meine Truppen mal irgendwann schieben. Wir machen am besten getrennte Kriege. Du weißt ja, bei mir geht's bei dem Mongolreich um das Samarkand. Handelsgebiet. Okay, ich kann das Mongolreich nicht angreifen. Was? Du kannst es nicht angreifen. Ja, weil die mit Swahili und Polen-Litauen verbündet sind. Das überlebe ich nicht. Was? Das habe ich jetzt erst gesehen. Die zerdrücken mich aus drei Richtungen dann. Nee. Ja, gut, werden sie wahrscheinlich neue Verbündete gesucht haben, nachdem das andere. Das ist gerade nicht so gut. Ist ja echt eklig. Och, Mensch. Wie lösen wir das? Ja, das löse ich ganz einfach. Na gut, dann ziehen wir gegen Polen Litauen, indem ich einfach der Schweiz den Krieg erkläre. Da kann ich auch nicht mitmachen, weil ich noch Friedensvertrag mit Polen Litauen habe. Wer kennt's nicht, einfach mal über die Schweiz gehen? Ja, da muss ich auch wieder noch eine Provinz einfordern von der Schweiz. Demnächst. Freiburg. Sind die fast bereit sogar? Also Polen-Litauen könnte ich gleich mitmachen nächstes Jahr. Du musstest dann aber einen anderen Kriegs-, anderen Verbündeten machen. Weil sonst kriegst du natürlich das Mogulreich hinein.
Ja, ich habe noch bis nächstes Jahr. Bis wann habe ich denn auf den Shadow Knight, wenn wir das nächste Mal gegen Portugal Krieg führen, musst du auch versuchen, die Inseln im Atlantik dir zu holen. Die ganzen Mini-Inseln. Ja. Ah, okay. Und du könntest, ne, wobei, ne, da bist nicht direkt, da könntest du auch versuchen, noch im Indonesien ein bisschen was zu machen, aber ja, ich glaube, naja. Muss halt rüberschieben an Truppen, habe ich, muss gucken, die kleinen Inseln, das sind nur die drei Stück, glaube ich, ne? Da jetzt musst du wieder auf zwei stellen. Im Grunde genommen, im Atlantik sind es zwei Inseln und in Indonesien ein paar mehr Sachen. Ne, unten ist es ja Capo Verde, Madeira und die Azoren. Cap Verde. Ah, ja, drei Inseln. Der Rest ist drüben. Alisa um 22:30 müssen wir dann abspeichern, weil da hat sich so ein Serum mit Marco ausgemacht wegen House of Dragon. Ja, was man sich hat eben so folgendes, und zwar morgen Zeitumstellung. Was bedeutet das jetzt eine halbe Stunde anders als anzeigt? Ah, hast schon vorsorglich umgestellt quasi. Nicht direkt, aber ich rechne einfach dann so. Okay. Oh, ich habe meine Kolonie in Amerika. Schön. Moment, was?